Jetzt sind wir wieder da bei der aktuellsten Heist, der Gefängnisausbruch. Jetzt haben wir unsere Crew gesammelt und ja, wie ihr sagt, leider nur rein zufällige Leute. Hey, good work, people. Great job. Nice, we're still in business. Very well done. All of you. Very, very non-incriminating. Yes, that's the word I'm looking for. You know, it's ironic, given we, maybe now's not the best time to discuss irony. God, what is wrong with me? You know, I'm usually such a high achiever, you know, for a criminal. So, before we remove Professor Reshkovsky from his unwelcome stay in prison, we've got to clean up a few other loose ends pertaining to the case. Yes, it's a killing, but no, it's nothing immoral at all. Just lawyers. Well, the professor's old business associate and two lawyers, but really it's all the same. I mean, I always say, if you can't kill a couple lawyers to bend the law to your will, then who can you kill, right? Oh, here they are, Gavin Van De Loop and Josh Sherman. Get them on the way to City Hall, get the documents they're carrying. The business partner is Dima Popov, extremely rich, extremely paranoid, and extremely horrible. Don't cry for this guy, no one else will. He's renting a place up in Richmond Glen. Just him, and a huge security team. Get close to him, take him down, and after that, we should be ready to go. Ja, das ist es dann auch. Wir starten dann einfach mal die Mission. Jetzt kam also noch was dazwischen. Also machen wir die Anwälte auch noch platt. Und dann müsste es eigentlich soweit sein. So, Schwierigkeit normal lassen wir. Ansonsten Einstellungen bestätigen und wir spielen mal los. So, Rathaus-Team, Villa-Team, okay. Ich bin also im Rathaus-Team und muss die beiden Anwälte kalt machen. Natürlich nehmen wir den. Ja, jetzt gucken wir noch mal schnell hier, was wir sonst noch so für Masken haben. Aber da kommt nicht weg. Wirklich was Schönes bei raus. Doch, wir nehmen den Totenkopf und dann ist es gut. Okay, dann bereit zum Spielen und dann müssten wir auch, wie er schon sagte, startklar sein, um denn die Gefängnisausbruch heißt zu übernehmen. So, ich hoffe, klappt jetzt auch auf Anhieb. Wie gesagt, ist da die zusammengewürfelte Haufen, das kann eigentlich nur zu 90% schief gehen. Aber ich bin da zuversichtlich. So, steigen wir unsere nette Kiste. Wir haben den Anzug an, so ja. Ah. Irgendjemand hat da schon rumgeschossen. Final stretch now. It's a two-horse race with two of you in each horse. The ass and the head. Horse one is going for the lawyers at City Hall. Horse two is on the business partner in Richmond. Sound good? Get moving. Horse one, there's a ladder going up to the roof of the building opposite City Hall. You've got your long-range rifles, right? You want to minimize risk of failure, so you're taking your kills at exactly the same time. Coordinate your shots. Yeah, okay. Jetzt ziehen wir da durch. Wir haben gerade einen schönen Schlenker gehabt. Jetzt müssen wir ins Rathaus und beginnt sich so ein Leiter am Aussichtspunkt. Ja gut, okay. Leiter am Aussichtspunkt also. So. Climb the ladder. Get in position on the rooftop. Okay. Da sind wir richtig. Jetzt müssen wir nach oben klettern. Natürlich legen wir einen Zahn zu. Jetzt müssen wir da hoch, okay. Aber die Maske müssen wir aufsetzen. Da kann er auch freihändig, natürlich. So, gut. Jetzt müssen wir hier warten auf irgendwas. Warte, bis sein Team den Aussichtspunkt erreicht hat. Das machen wir mal.
Warte, bis die Staatsanwälte ankommen. So, wartet, bis die Anwälte im Rathaus ankommen. Gut. Here they come. Wait till they're out and take the shots at the exact same time. Two shots, two kills. Well done. Now, go down and get their documents and if the police corner you, make sure your kill is captured. Na gut, okay. War echt nicht übel. Oh oh. Oh, hab ich kein Glück. Jetzt weg hier. Ah, nee, du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Wir haben keine Teamleben. Da wendet jetzt nicht richtig scheiße aussieht hier. Weg da. Wir haben auch schon ein Rad verloren. Wer du verreckst doch mal. Das muss aber hier ranhalten hier. Ich will nicht, dass irgendjemand stirbt hier. So, Lenkung ist natürlich völlig im Arsch gerade. Wir müssen das aber jetzt schaffen hier. So, letzter Anlauf jetzt hier. Aber jetzt schnappen wir schnell die Akten und dann hauen wir hier ab. So. Schnell ran und raus. Go, 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 away! So, jetzt sind wir hier natürlich am Arsch der Welt. Wir müssen uns schnell mal einen Tunnel suchen. Und eine bessere Karre am besten noch dazu. Hey, ich hab eine Idee. Ich hab die beste Idee ever. Das geht ja auch nicht. Wir müssen ja nur außer Sicht weiter dieser Pflaumen bleiben. Jetzt haben wir die geschafft. Gut. Liefer die Unterlagen im Planungsraum ab. Das machen wir mal schnell. Und dann haben wir den Teil auch endlich fertig. Und dann gucken wir mal, wie weit das andere Team ist. Ah, das wird ein Spaß jetzt hier. Aber es hat reibungslos geklappt. Auch wenn wir eh ein Leben verloren haben. Die Elite-Herausforderung kriegen wir jetzt nicht mehr hin. Da müssen wir erstmal noch Crews hier Mitarbeiter sammeln für unsere Crew. So. Ganz unauffällig, nur mit Maske. Abgeliefert. Na? Jawohl. So, das haben wir geschafft. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis unser anderer Bodentrupp denn auch da ist. Dann können wir auch loslegen. Gut, wir haben knapp 10 Minuten. Wir haben knapp 10 Minuten dafür gebraucht. Bitte sagt mir nicht, dass wir haben es geschafft. Yeah! Wer hat das Platin? Ich habe das Platin. Ist das schön.
Ja, RP und so, ich find's gut. Level 27, die fällt mir auch wieder. Und eine schöne Armschusswunde. Ach du mein Gott. Und die Krawatte, ja, die muss ja auch was aushalten hier. Junge, Junge, Junge. Aber hey, wir haben es geschafft. Wuhu! Freuen! Wie wunderst du, dass der wieder erledigt hat? So ganz zackig. Also, der hat bestimmt schon mal gemacht. Ist ein super Schütze auf jeden Fall. Hat er toll gemacht. Nur die Ausführung mit dem Besorgen der Akten. Hat doch ein bisschen länger gedauert. Da ist er eben mal verreckt. Aber na gut, okay. Who cares? Ich habe jetzt auch nicht gerade die Ideallinie an Schusspositionen gehabt. Also ich bin ja nur mit einem Auto immer lang gerauscht. Gut, jetzt haben wir immer noch das Ladesymbol. Das dauert also wieder mal ein bisschen. War aber schön, das Ding. Also, mir hat es gefallen. Ich weiß ja nicht, wie ihr es findet. Aber mir hat es gefallen. Warten wir uns wieder einen Bart. Apropos Bart. Muss mal wieder meine Koteletten wegmachen. Und uns ist der Trinken aus hier. Ja. Das ist es. Nun ein kleines bisschen gefeiert. Der trinkt Wein. Und dann machen wir gleich die nächste Heist. Ja, ein Sturmgewehr, taktisches Licht. Aber wir machen jetzt gleich weiter hier. So. Ja, da steht auch schon der Plan dran, ne? Ich glaube, jetzt beginnt gleich. Ja, Schwierigkeitsgrad normal. Munition für alle kaufen und schwere Panzerung. Einstellung bestätigen und vom letzten Raubüberfall. Alle vom letzten Raubüberfall einladen. Ich hoffe, die kommen jetzt nochmal mit. Weil der gibt den richtig Cash. Okay, der erste ist beitreten. Fett Bukaka. Ach du meine, das klingt ja komisch. Oder Bukakea oder so. Von der Crew Fitz. Wir machen schnell Start, komm. Oder wir laden nochmal schnell Spieler mit ähnlichen Fähigkeiten ein. Dann laden wir noch alle aus aktueller Sitzung ein und dann nehmen wir auch schnell Start. Ich glaube, dann müsste das eigentlich passen. Und wir kriegen unsere Crew voll. So, jetzt sollen wir den aber rausholen. Jetzt haben wir schon unseren Falco. Der kommt also nochmal mit. Das ist nett von ihm. Und ja, jetzt ist aber zackig hier. Naja, doch nicht ganz so zackig, wie ich es mir erhofft hatte. Spielersuche machen wir natürlich offen. Dann kann nämlich jeder mitkommen. Oder was heißt das? Entscheide, ob dieser Job für Spieler, die mit schneller Job, zufälliger Job oder verfügbarer Job suchen, offen oder gesperrt ist. Achso, ja, ist natürlich offen. Wir wollen ja die Hütte vollkriegen. Schneller Start ist ja da. Ja, geht ja online, soll Spieler für mich automatisch finden. Eigentlich ist ja alles so richtig. Wir können ja mal kurz gucken, was wir hier so für Spieler haben. So, eben mal den hier. Dann wollen wir ja was am Profil anzeigen. Profil ist nicht verfügbar. Na gut, wie sieht's bei ihm aus? Ein Amerikaner. Na gut. Ja. Wir haben hier. Jetzt haben wir unseren vierten Mann. Sehr schön. Dann können wir jetzt gleich starten. Hat jetzt nur 3 Minuten gedauert. Die fällt mir ganz gut. Und ich hoffe, ich bin der Pilot. Start. So, jetzt kommt natürlich noch eine Zwischensequenz wahrscheinlich. Und dann kann es abgehen. Hier bei der Figur sieht man jetzt auch hier bei Lossix sieht man ja noch, da sah man jetzt hier noch die
schutzsichere Weste durch den Anzug noch durchragen. Ist das ein Typ? Got a bit of a problem. Some asshole got wind of what we're up to. Apparently killing a guy's closest associate puts a bit of a spotlight on him. Anyway, now I'm told they put a price on the professor's head, so we gotta move. Now. Is that clear? Can we get going? All right. And remember, the professor's paying you, not me. Not me at all. So keep him alive. Based on this inmate transfer schedule, Bolingbroke are expecting a new arrival. Mm-hmm. One of you is going to intercept the transport, make sure it doesn't get there. Two of you are going to be taking our prison bus and making your way into the facility in its place. You'll be playing inmate and guard. Stay in character as long as it's useful, then make your way to the rooftops. I'll get on the radio and give you a path to the prof. Meanwhile, the pilot will have picked up the plane and be waiting on the evac in the air. Whoever stole the bus will be bypassing the prison and torching it somewhere discreet. After that, it's just a matter of getting your guy out of the clink and getting him onto the plane. Everyone flies out of there except for the bus thief. Professor Reshkovsky takes control of the plane. The three of you on board take a jump. The professor's out of U.S. airspace and reunited with his precious car. Simple. Should be the easiest money you'll ever make. Speak soon. Ja, jetzt muss ich hier noch die Aufgabenteilung des Dingsbums da hier machen. Okay. Ach, ich bin der Häftling. Na, das ist ja super. Ey. So, wählen wir zurück. Okay, die wollen 20%. Wir reichen auf 200.000. Ah, hier, okay, ich muss jetzt. Auf 40 und dann. Nummer 35. Dann nehmen wir den hier 20. Dann nehmen wir den hier 20. Dann nehmen wir den hier 20. Und den Rest behalte ich dann halt, weil ich ja auch Kohle drin stecken musste. So, 160.000 für mich dann. Und dann müsste es eigentlich soweit sein. So, steigt in den Gefängnisbus, parkt in den Gefängnis, arbeitet dich durch das Gefängnis zu Raschkowski vor, holt Raschkowski ab, beseitige alle Nusskräfte in der Gegend, steigt in den Velum, sammelt euch am Strand, steigt in den Bussard. Ja, das kann sich kein Schwein merken. Das wird schon okay sein. Gut, okay, dann starten wir die Mission. Ach nee. So, ja, ich bin der Häftling, dann haben wir da drüben den Pilot, okay. Ja, ich kann ja sowieso nichts machen, ich bin dann und bleibe dann halt der Häftling. Fragen wir nochmal. So, ja. Wir können jetzt gerade nicht schreiben. Wir müssen erstmal alle bereit sein. Achso, ja. Bereit zum Spielen und los jetzt. Ich bin der Häftling nur noch. Och man, warum muss ich der Häftling sein? Ich hätte natürlich anders auswählen können, aber wahrscheinlich habe ich hier die meiste Verantwortung. Okay, steig in den Gefängnisbus. Wo ist der Gefängnisbus? Der ist da drüben, okay. Here we go. Okay, you're splitting into two teams. Transporter, officer, you're the ground team. So. To start with, you'll collect our bus from the junkyard in Sandy Shores. Demolitions, you're the perimeter team.
You'll be hijacking the inbound Bolingbroke transport. The pilot's going to LSIA. And me? I'm gonna put up some smoke in a nice crowded public place. We've given everyone an AP pistol and a special carbine so there's no fighting over who's the favorite. Ground team, when you get to the bus, the officer's driving, the transporter's in the back playing inmate. If the perimeter team do their job, you'll go in place of the scheduled bus. No one will know the difference. This operation's burnt if you attract police attention, so keep your heads down. Got it? Okay, get to work. Oh, das hat mir doch ausgebrochen. Und jetzt habe ich wieder einen Kratzer. So, jetzt wieder auf der Autobahn rauf. Da macht die Kiste ja am meisten Spaß. Ich habe jetzt auch nicht geguckt, ja, wie viel das Ding maximal schafft. Muss ich nochmal auf die Seite von dem gehen. Haben wir irgendwelche Waffen? Eine AP-Pistole haben wir. Und sonst nichts. Ja, das wird ja ein Abenteuer. Wir haben noch eine schutzsichere Weste an, aber ansonsten nur eine Pistole. Wobei die uns versteckt haben, wahrscheinlich in der Hose. So, natürlich machen wir ja ein bisschen Überlänge, weil jetzt, ich bin gerade so im Flow drin hier, hochkonzentriert. Da darf ich jetzt nur nicht so laut sagen, sonst baue ich ja wieder einen Unfall. Haben wir hier auf dem Tacho. Okay, 100. 100 Sachen klingt gut. Jetzt wird es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr sein, aber ist das hier scheiße? Ja, wir müssen uns hier konzentrieren. Wollen jetzt nicht noch mehr Kratzer oder Beulen in unseren Wagen haben. Und abbremsen. Ganz locker. So, noch 500 Meter, etwas über 500, jetzt nicht mehr. Dann haben wir es geschafft. Können in den Gefängnisbus einsteigen als Beifahrer. Ja, ein bisschen dreckig geworden unsere Kiste. Wo ist unser Mitfahrer? Wo ist er? Steigen erstmal ein. Haha, ich will hinten sitzen. Hinten sitzen immer die coolen. Dann sitze ich doch wieder vorne. Und nur auf der blöden Seite, wo die Tür ist und die Leute mich sehen können, wie beim Einsteigen. Na? Wo dümpeln die jetzt rum? Einer ist da, einer ist da. Hier ist der Pilot dann wahrscheinlich. Der ist jetzt noch 1200 Meter entfernt von mir. Na, das kann ja jetzt nicht dauern. Ach Gottes Willen. Oder na gut, da wir sowieso schon eine Mission fertig haben, sagen wir mal so. Ich habe mich umentschieden, dann wird es noch ein bisschen spannender. In der nächsten Folge geht es dann halt weiter mit der eigentlichen, heißt der Gefängnisausbruch. Bleibt dran und bis zur nächsten Folge. Haut rein!